Hallo, mein Lieben, willkommen zum neuen Video. Heute packen wir zusammen wieder die Brandungsbox aus. Mach auf. Die Frau schafft an. So, hier haben wir wieder die Preise. Da haben wir, was ist das? Puddingglas. Dessert. Koko Schoko. Von Choicha oder Choya. Dessert Koko Schoko. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Aus Kokosmilch, Geschmack, Gusto, keine Ahnung. Auf jeden Fall Bio. So sieht das jetzt aus. Ich glaube, das ist einfach so ein Pudding. Halt, Bio-mäßig. Werde ich auf jeden Fall testen. Klingt spannend. Habe ich noch nicht gesehen. Dann haben wir Himbeermarmelade. Oh, Himbeermarmelade finde ich lecker. Das ist von Glück. Passiert. Also ich mag ja Stücke überhaupt nicht, deswegen, ich glaube, da sind keine drin. Purer Genuss aus Himbeeren, genau. Genau, ohne Kerne und Stückchen, das ist perfekt. Ja, ich habe auch schon gehört, dass die sehr lecker sein soll. Und wir hatten letztes Mal Kirsche, aber Kirsche mag ich nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass Himbeere mal dabei ist. Dann haben wir Tomatenmark. Tomatenmark von, wie spricht man das auf? Oro di Parma. Okay. Bio, genau. Also Tomatenmark kann man ja immer brauchen zum Kochen. Zum Beispiel für Spaghetti Bolognese kann man immer brauchen. Und, aber ich glaube, das war schon öfters dran. Ne? Und dann? Ja, wieder so ein Mixery. Grapefruit. Aber 0,0 Alkohol. Könnte vielleicht ganz gut schmecken. Bier plus Grapefruit. Ja, so sieht das aus. Kann ich mir jetzt. Schmeckt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ist auch alkoholfrei, kann ich auch trinken. Schau mal, wie es schmeckt. Dann gleich nochmal eins. Ist auch alkoholfrei. Ja, und Lemon. Okay, das ist jetzt ganz meins. Magst du Lemon? Ja, das ist eher mein. Dann soll man wohl Lemon trinken. Der kriegt den Müll, was ich dann sage. Nee, aber Lemon ist mir zu sauer. Mensch, der süße Typ. Deine Zeitschrift. Meine Zeitschrift, das heißt Nutzmagazin für 1 Euro. Da ist mal nur was drin. Ja. Stellt am Boden. Und hier ist auch die Marmelade hinten drauf. Ja. Was ist das? Gin Tonic. Das hatten wir doch letztes Mal drin, oder? Ja, da hatten wir auch so was vor, glaube ich. Das war einfach mal gleich. Was ist das für ein Geschmack? Gin und Tonic, keine Ahnung. Ich bin kein Gin. Ich auch nicht. Ist ja Alkohol, ne? Ja, 10%. Na, das darf ich sowieso nicht trinken. Das wird wieder in unser Regal landen, wo wir verschenken, oder? Ja, Alkohol, naja. Das ist meine Meinung. Mein Wasser. Wasser ist super. Mit Kohlensäure. Von Wilsa, leicht fährlich, mit Kohlensäure versetzt. Natürlich ins Mineralwasser. Das ist jetzt hier in Rosa. Es gibt es noch in Blau und in Grün. Ich glaube, letztes Mal war Blau, das war still. Ja, Wasser ist immer super. Ich trinke nämlich zurzeit nur Wasser. So. Müsli. Hofmüsli, Farmmüsli von Alos, Bio Pionier. Entschuldigung, wenn ich falsch ausspreche. Bio Pionier. Seit 1974. Landfrüchte ohne Rosinen. Also Rosinen mag ich ja überhaupt nicht. Wer von euch mag Rosinen? Magst du Rosinen? Nein, gar nicht. Frühteufel. Knusperzart, geröstet, Ballaststoffnass. Ja, aber ich muss sagen, ich mag sowas auch nicht. Ich glaube, das werde ich auch verschenken. Weil ich bin so mit Stücken, so, weiß nicht, so Obststücken, in Joghurt mache ich das auch nicht, aber Müsli. Diese, wie heißen die Korn? Haferflocken. Haferflocken gehen noch, aber diese ganzen anderen Stücke, ich weiß nicht, bin ich so der Fan davon. Ich mag lieber anderes, wenn sie mit Knusper und so, crunchy. Halsbonbons. Von Hals. Hals? Hals. Kenn ich nicht. Hals. Passt ja, ne? Ja. Strawberry.
das frische Bonbon ist zuckerfrei. Zuckerfrei, das heißt, werden wahrscheinlich wenig bis gar keine Punkte haben. Denke ich mal, könnt ihr mal in eure App eingeben, die alle Weight Watchers machen. Perfekt, wenn man halt Schmerzen hat, aber im Sommer macht es halt nicht so oft. Deswegen hebt man das für den Winter auf. Corny, süß und salzig, Popcorn. Das können wir jetzt mal probieren, da haben wir mal eine Sache probiert. Mhm. Popcorn, ja, so sieht das aus. Da hören wir uns jetzt eine. Ich bin nicht so, also Popcorn Kino ist geil, aber sonst Popcorn esse ich nicht. Ja, das riecht voll nach Popcorn. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Also hier und da hinten. Ich weiß mal ab. Sieht voll nach Popcorn. Finde ich jetzt. Ich finde es eigentlich ganz locker. Mhm. Aber ich brauche ein bisschen, aber nicht so viel. Finde ich jetzt nicht. Nicht? Mhm. Aber es schmeckt jetzt nicht schlecht. Doch, am Schluss schmeckt noch mein Popcorn voll. Mhm. Am Schluss. Perfekt für unterwegs, so ein Corny. Was haben wir als letztes oder ist das letzte? Salz, oder? Salz, ja. Mhm. Saldo. Ursalz. Von den ganzen Körnern, ne? Sag mal. Saldoro. Ursalz. Mittelgrobe Körnung. Von Natur aus rosa. Ohne Zusätze. So sieht das aus. Also ich denke mal, dass das rosa ist. Aber hier steht auch vegan und glutenfrei. Da sind 300 Gramm drin. Aber Salz kann man ja auch sowieso immer bauen. Und es ist jetzt mittelgroße Körnung, was bedeutet das? Besser für Pommes oder so, oder? Ich weiß nicht. Ja, ist halt nicht ganz so groß wie das Mühlensalz, was wir haben. Hm. Aber auch nicht so klein wie das andere, hm, was man für die Nudeln nennt. Okay. Hm. Mach jetzt auf. Ja, das sieht man nicht. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall denke ich mal, das kann man dann für Sachen nehmen, die das Salz besser halten sollen. Ja, aber mal gucken, es schmeckt bestimmt wie Salz. Jetzt gucken wir nach den Preisen. Weil da haben wir jetzt schon alles durch, ne? Mhm. So. Dieses Müsli kostet 3,79. Boah, das ist ganz schön teuer, ne? Für 375 Gramm dieses Gin Tonic. Gin Tonic. Ja, 2,49 für 330 ml. Da haben wir die Hustenbonbon Strawberry. 1,59 für 65 Gramm. Das Salz. 2,29 für 300 Gramm. Ich habe jetzt gedacht, das ist voll teuer. Teuer. Ja, ich habe gedacht, das kostet schon 5 Euro oder so. Dann das Mixery. Alkoholfrei. Je 69 Cent für 330 ml. Dann das Tomatenmark. 1,59 für 200 Gramm. Dieser Dessert Schoko und Kokos 3,99. Boah. 4 mal 125 Gramm finde ich das billig. Nein, nicht unbedingt. Also. Das muss aber dann gut schmecken. Dann Thunfisch. Ne, das haben wir gar nicht. Ups. Ja. Die Marmelade ist auch relativ teuer. Ich hoffe, die schmeckt dann auch gut. Für 2,49 für 230 Gramm. Ja, das Korn, das kostet, glaube ich, so wie die anderen, glaube ich jetzt, 1,25 für 6 mal 25 Gramm. Das Wasser haben wir 64 Cent für 0,75 Liter, genau. Ja, das war's. Was fandest du am besten oder was findest du gut? Ja, das Salz ist ganz gut, finde ich. Nur das Salz? Ja, und der Joghurt vielleicht oder Pudding. Also den Pudding. Den Pudding werde ich jetzt dann auf jeden Fall einen testen, den muss ich probieren. Die Marmelade finde ich gut, den Corny fand ich auch ganz gut, weil ich finde das für unterwegs, vor allem für Schwangere, die unterwegs Junge haben. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist natürlich dieses Bierzeug da und dieser Alkohol. Das ist ja, das Müsli finde ich nicht so gut. Ja, ansonsten finde ich eigentlich alles okay. Ja, dann sind wir schon fertig und haben alles ausgepackt und dann würde ich sagen, sehen wir uns
in der nächsten Box. Tschüss. Tschüss.